figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally. Yeah. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ragnar. Was, Jütenheim können wir jetzt betreten? Okay. Aber da gibt's doch nichts, oder? Ich weiß zwar nicht, was ich hier soll, aber danke schon mal, Jütenheim. Nach Asgard kommen wir nicht, weil das kaputt ist. Das Wikinger-Begräbnis? Ne, wir gehen zuerst natürlich nach Muspelheim. Warte mal. So sehen wir das hier gar nicht. Jütenheim. Wir haben eine unentdeckte Sache. Okay. Ja, meine Freunde. Wir machen heute Backtracking. Und zwar am besten. Warte mal, was war das noch? Hier in Midgard. Und zwar können wir jetzt einfach hier hin. Und hierhin müssen wir. Um das letzte Unentdeckte dort zu finden. Kennen wir das noch nicht noch, ne? Zurück zu Chauli? Ja. Er wird sicher böse auf mich sein. Ja. Aber schön, dass wir jetzt am Schluss mit Freya rumrennen. Tut mir leid. Ich war nichts entschuldigt, dich so zu vernachlässigen. Dürfen wir rein? Aber ich kann nicht bleiben. Ich habe noch Dinge zu erledigen. Kratos, ich muss jemanden finden, der auf ihn aufpasst. Dauerhaft. Das soll ich jetzt hier finden? Gut. Wahrscheinlich konnte ich nicht agieren, weil sie mit ihm am Reden war. Freyas Rüstung, Schicksalsbrecher, Waffenrock. Ja, passt auf jeden Fall zu ihr. Vorhin habe ich immer das getragen, aber jetzt passt so gar nicht. Jetzt können wir kurz nach eben Muspelheim gehen. Wir müssen sowieso dann zurück noch. Nach Asgard. Wenn wir jetzt irgendwas hier noch vergessen haben sollten,
dann kann ich das immer noch machen. Ach, ist das angenehm. Ja, jetzt siehst du Asgard auch mal aus nächster Nähe. Ey, Asgard, warum Asgard? Muspelheim. Zum Glück weiß ich genau, wo ich hin muss. Sonst wird's kritisch. Also ganz ehrlich, hätte ich sogar die andere Rüstung gehabt, hätte ich kaum Schaden gekriegt. Vor allem Ding mit dem Zorn noch. Hier müssen wir schon mal hin. Ja, jetzt stimmt's. Seht ihr? Jetzt ist es da. Das juckt nicht. Okay. Rechte Seite. Ach so. Existiert gleichzeitig innerhalb und außerhalb Asgards. Wer weiß, was daraus kommt. Ja, sag nix. Sie müssen wohl irgendwo ihre Ruhe finden. Tut es nicht. So, das war's komplett. Jetzt sind wir komplett durch. Hä? Was fehlt noch? Etwas Unentdecktes. Die Blume kann es nicht sein, also die Blüte. Mal gucken. Wenn ich das jetzt hier eingebe. Das Wissen haben wir jetzt. So, alle Objekte. Oh Gott. Ich weiß nicht, was das letzte ist. Die Nordentruhen sind ja angegeben. Okay. Was ist denn beim Schmelztiegel noch? Ah, das ist ja sowieso schon angegeben. Wie geil. Das ist noch ein Weltenriss? Das kann aber nicht sein. Nehme ich. Jetzt bin ich lang am Rumdoktern da gewesen dabei. Egal.
Egal. Haben ja genügend Zeit. Weil ich will jetzt nichts hinstressen. Ich mach das Ganze mit Gefühl. Und nehme ich halt auch mit. Nicht, dass es heißt, dann, jo, hast einfach nur alles zusammengekattet. Juckt halt niemanden. Doch, mich juckt. Hä? Hä? Hey, ich komm von da. Wann hat es das letzte Mal gespeichert? 0 und 35 vor 5 Minuten. What the fuck? Sind wir schon 5 Minuten irgendwie am Rummereiern? Tut es nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob ich hier nochmal agieren kann. Weil es gibt nur diesen einen Weg zurück. Es gibt keinen anderen. Ja. Das war ein Bug. Aber ich habe Angst, immer etwas Neues zu laden, wenn, ja. Ja. Wenn man nicht sicher weiß, ob das Ganze behoben wird. So. Jetzt gehen wir direkt noch nach Muspelheim. Schmelztiegel. Dann haben wir das auch schon hinter uns. Hey, in der Nähe meines kleinen Ladens in der Wüste von Alfheim. Gibt es etwas, das dich Das glaube ich nicht. Und das war vorher auch nicht. Hm? Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Sei auf der Hut, Kratos. Knie. Verstehst du nicht? Es ist vorbei. Das hier muss nicht sein. Gib auf. Du bist niemandes Gott. Dies war unvermeidlich. Das hier auch. Was nutzt dir ein Schild, wenn du ihn nicht einsetzt? Was zum... Autsch. Und das ist normale Schwierigkeitsstufe, ne? Was gut. Nun wirst du für dein
Schön vorsichtig. Das ist Bifrost. Okay. Ich muss eindeutig mehr mein Schild benutzen. Wie willst du das bitte schön handeln? Drücken Sie beim Sprinten, um mit Klinge in der Hand auf Gegner zuzuspringen und einen schnellen Drehhieb auszuführen, der mehrmals trifft. Erhöht leicht den Schaden der Fähigkeit. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Umskillen auf die schnelle Welle oder? Okay. Wir machen das mal mit der alten Ausrüstung.
Ist jetzt besser das oder das? Den brauche ich auch nicht eigentlich. Ja. Dann stimmt es, ne? Weiß gar nicht, kann man den betäuben? Die Olle. So. Jetzt noch mal für Anfänger. Nee, die hat keine Sonne so. Du hast mich verlassen. Was nutzt dir ein Schiff, wenn du ihn nicht einsetzt? Erhebe dich! Erhebe dich! Klingstein! Still! Schön vorsichtig! Das ist Bifreist! Wir wurden beeindruckt.
beide von Odin getäuscht. Es muss nicht auf diese Art enden. Du bist niemand gespannt. Das ist dein Ende. Heute nicht. Asgard, hey, aber das war schon viel besser. Das war schon viel besser, Freunde. Ja. Also, kann man nicht anders sagen. Was auch immer. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Knie. Du bist wertlos! Schön, Vorsicht! Das ist Biebenmeister! Wechsel! Ah, super! Für meine toten Schwestern! Und das ist für meine! Verstehst du nicht? Es ist vorbei. Das hier muss nicht sein. Ja, wenn ich weiter wegstehe. Asgard,
So, komm. Ja, wir haben sie. Und das nur mit dieser Betäubungsstrategie. Du urteilst über mich. Du, die so feige war, dass sie damit ganze Welten ruiniert hat. Schwester, ich kenne diesen Hass, der dich verbrennt, dein Inneres. Ich kenne diese Flamme. Und den Trost, den die Wärme bringt. Ich tat dir Unrecht. Und das kann ich nicht ändern. Mich nie genug dafür entschuldigen. Doch dieser Hass. Die Rache. Du musst sie aufgeben. Ja, Schwester. Und das war's mit der Königin. Ich habe zwar kaum Schaden gemacht, aber jetzt ihre Königin-Rüstung. Okay.
Ja, nee. Wenn schon, denn schon den Shit, aber. Wir haben die noch nicht mal ausgemaxt. Alles klar. Jetzt haben wir die wahre Königin hier. Und jetzt können wir uns eigentlich auch wieder umswitchen. So, dann hier ist Bad, da kann man Mut wieder reinballern. So, natürlich nehmen wir jetzt hier wieder Berserker, wie das und wie das. So. Freya, tut mir leid, was passiert ist. Ich gab ihr, was sie wollte, aber danke. Und wie fühlt es sich an, wieder die Königin der Valkyrien zu sein? Königin? Warum? Sind keine Valkyrien übrig? Die Schildmeiden. Wirst du sie nicht anführen, wieder aufbauen? Vielleicht. Es wäre das erste Mal seit langem, dass ich das wirklich nie weiß. Mal sehen. Ah, ich bin so froh, haben wir das hinter uns. Und dann habt ihr jetzt auch gerade gesehen, dass selbst die eine reine Angriffsrüstung nicht wirklich immer was bringt. Helheim. Ne, das habe ich 100%. Jötunheim. Mir jetzt umdrehen. Odin ist fort. Es gibt keine Bedrohung mehr. Nein, nein, es ist vor Aufregung. Kaum ein Nichtriese hatte je das Privileg, das Reich der Jötnar zu betreten. Es ist wirklich eine Ehre, zu den Auserwählten zu gehören. Das Ach was. Ist also Jötunheim. So schön wie in den Geschichten. Ach was, schöner. Hä? Hey? Nee, sag nicht. Haben wir jetzt hier nichts angezeigt? Ja, geil. Ich stolziere doch hier nicht rum. Das ist jetzt wirklich keine große Sache. So, okay.
So, wo geht's lang? Hier lang, okay. Ah, hier. Eine Blume. Freya? Auch wenn du jetzt die Königin bist, bitte mal komm. Die Blume. Unglaublich. Noch zwei Stück. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann nie wieder hier hin, denn wir sind soweit durch. So, 100%, 100%, 96%. Aha. Dann haben wir hier noch einen Asgarder Überrest. Den wir hier siegen dürfen. Nee, also wirklich, also die Betäubung ist hier viel zu OP. Ehrlich gesagt. Ich habe einfach die Königin, wenn man so will, tot gestaggert. Die konnte gar nichts machen. Nee. Achtung! Über dir! Mhm. Das heißt hier über mir. Ach so. Das heißt über mir. Schön vorsichtig, das ist Biefer. Hinter dir, Kratos. Das bringt gar nichts hinter mir. Das bringt schon eher was. Ich glaube, ich habe die zwei besten Rüstungen. Du, wie viele spawnen hier noch? Das ist der letzte. Dass wir diesen Einherja helfen können, auch wenn sie uns dafür hassen. Sie müssen nicht länger in ihrem Leben nach dem Tod Diener eines grausamen Gottes sein. Das stimmt. So. Jetzt haben wir 97%. Überreste von Asgard haben wir drei Stück. Hier haben wir noch eins. Und dort oben. Aber wisst ihr was?
dann gehen wir kurz. Oh, cool. Dann können wir uns ab jetzt dorthin porten. Sonst noch eins, was man sonst nicht aufmachen konnte, so? Ich glaube nicht. So. Richtig cool. Ja, ich merke, ich hätte einfach nach Storyende noch durchgehen sollen. Ich habe so viel Zeit verplempert, ne? Okay, das geht eine ganze Weile. Und eigentlich sollte ich sogar den Radius sehen. Hä? Den habe ich nie genommen, oder was? Alles klar. Dass ich hier noch durch muss, nochmal. Okay. Dann nehmen wir doch die auseinander. Ich frage mich, wie viele Asgard-Fragmente es gibt. Genug für eine Welt, also haben wir eine Menge Arbeit vor uns. So, und jetzt können wir nämlich direkt durchfahren zum Begräbnis. Weil zurückfahren würde sich nicht lohnen. Obviously.
weil wir eh schon fast im Dorf sind. Und dann könnte ich im allerhöchsten Fall noch mal wegporten, aber ich glaube, das wird nicht nötig sein. Aber wisst ihr was, ich glaube, es wird nochmal ein externes Video geben dazu, weil ich meine, wir haben jetzt schon wieder 51 Minuten auf dem Tacho. Wir haben noch ein paar Kämpfe vor uns. Wollen wir Brock noch ein bisschen seine letzte Ehre erweisen. Hey, kennst du den Laden in der Wüste von Alfheim? Dort solltest du dir etwas ansehen. Den Laden in der Wüste von Alfheim. Was wir es jetzt haben. So, und was wir noch so für Kämpfe und so nach Storyende erwarten können, sehen wir im nächsten Part. Und wahrscheinlich eben im letzten. Tüdelü.